Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von moi. Ich habe heute wieder ein Shein-Haul für euch und zwar habe ich wieder relativ viel Geld da gelassen. Aber das war quasi meine Sommerbestellung und ja, die würde ich euch heute gerne vorstellen. Und ich werde sie euch einfach mal hier einblenden. Gleichzeitig werde ich euch auch einblenden, wie die auf der Website von Shein aussehen. Also könnte man das schon so ein bisschen als Werbung versus Realität sehen. Genau, und da seht ihr auch gleich, wie viel diese Teile gekostet haben. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann gebt meinem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und aktiviert das Glöckchen auf jeden Fall, um nichts mehr zu verpassen. Denn ich sehe, wie viele von euch Benachrichtigungen bekommen und das sind nicht viele. Also aktiviert das Glöckchen, dass ihr auf jeden Fall immer mitbekommt, wann ein neues Video von mir online kommt. Folgt mir auch gerne auf Instagram und TikTok und da würde ich sagen, es geht los. Ich werde euch als allererstes mal drei Bikinis einblenden, weil ich mir drei Bikinis bestellt habe. Und zwei davon habe ich schon getragen, den einen noch nicht so. Genau, weil er mir einfach obenrum noch nicht so gut passt, aber ich will ja noch ein bisschen abnehmen. Und von daher wird er sicherlich, denke ich, bald passen. Ich werde die Bikinis jetzt nicht angezogen zeigen, weil ich denke, sonst werde ich gesperrt. Und einmal den roten hier, den finde ich super schick. Der hat halt hier so einen Bügel in der Mitte und wirklich feste Cups. Also das ist sehr, sehr angenehm und passt mir tatsächlich auch perfekt. Und hat am Unterteil so ein paar Cutouts an den Hüften, die ich auch total toll finde. Und ja, ich habe mich direkt in den Bikini verliebt und ja, man fällt auf jeden Fall auf. Dann diesen rosanen Bikini mit den roten Blüten drauf, den finde ich auch super süß. Habe ihn auch anprobiert, wie gesagt, er passt mir noch nicht ganz hundertprozentig, ist noch ein bisschen zu klein. Ich glaube, das Unterteil passt ganz gut, nur obenrum ist es halt für den Bikini noch ein bisschen zu viel. Aber ansonsten finde ich ihn mega süß und er fühlt sich auch richtig gut auf der Haut an. Dann dieser Bikini hier, den habe ich auch schon angehabt zum Baden und zum Sonnen und oh mein Gott, der ist so schön. Der steht mir auch so gut. Ich liebe ihn. Ja, wirklich kann ich nur Daumen hoch geben für diesen Bikini. Dann habe ich mir ein Oberteil bestellt. Und ja, ich liebe es total. Es hat auch so einen viereckigen Ausschnitt und ich finde solche viereckigen Ausschnitte immer total schön. Die machen mega das schöne Dekolleté und allgemein machen die mega die schöne Figur irgendwie. Und ja, hinten mit der Schnürung und den Puffärmeln und das Muster. Ich liebe es total. Hat für mich so ein bisschen orientalische Vibes und ja, ich liebe dieses Oberteil total. Dann habe ich mir ein kleines schwarzes gegönnt. Ja, das ist ein schwarzes, eng anliegendes Kleid aus Ripstoff. Ist recht angenehm zu tragen. Der Stoff fühlt sich ein bisschen dünn und hart an, aber es sitzt auf jeden Fall sehr, sehr schön. Oben hat es so ein bisschen Spitze und ja, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schön. Passend dazu habe ich mir so eine gelbe Bluse mit Blüten drauf gekauft, die man vorne zusammenknoten kann. Ich war mir nicht ganz sicher bei dieser Bluse. Ich behalte sie auf jeden Fall einfach, weil ich sie mega schön finde. Aber der Stoff fühlt sich jetzt irgendwie nicht so ganz angenehm an. Der ist auch schon wieder so ein bisschen härter. Und man sollte diese Bluse nicht tragen ab 25 Grad aufwärts, weil der Stoff ist einfach, also es ist so unglaublich warm unter dieser Bluse. Also man schwitzt auch sehr darunter. Von daher vielleicht nicht unbedingt für sehr hohe Temperaturen geeignet. Dann habe ich mir dieses Kleid bestellt. Ja, das fand ich eigentlich ganz süß. Unten ist so ein bisschen rüschig und oben mit Spitzeneinsatz. Und unter der Brust ist halt quasi nur Spitze, heißt, da könnte man quasi auf die Haut sehen. Und hinten hat es dann so ein Schleifchen, das finde ich auch total schön. Dann habe ich mir dieses Hell geholt. Ihr wisst, gelb ist meine Farbe und es muss immer irgendwas Gelbes mit dabei sein. Es sieht aus wie ein Kleid, aber tatsächlich ist es ein Jumpsuit. Und ich liebe Jumpsuits, ich habe recht viele geile Jumpsuits. Und ja, er ist gelb und der Stoff fühlt sich total gut an und ist auch wieder mit diesem Spitzenteil unten drunter. Ja. Also da kann ich eigentlich nichts Schlechtes zu sagen, weil ich liebe diesen Jumpsuit. Dann habe ich mir dieses Shirt hier bestellt. Das fand ich total cool, weil das irgendwie, es ist zwar Batik, aber es erinnert mich irgendwie an einen blauen Himmel mit so ein paar Wölkchen. Und ich finde es auch cool, weil das halt so cropped ist und man sieht im Foto schon total an, dass der Stoff total angenehm ist. Dann mit diesem weißen Reißverschluss hier und ist halt auch ein bisschen höher geschlossen. Das fand ich total stylisch und es gefällt mir auch sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir zum ersten Produkt, was wo ich mich echt mit am meisten drauf gefreut habe, aber was mir leider gar nicht gefällt. Das ist auch eins, was ich zurückschicken möchte. Das ist so eine Culottehose, nennt sich das, glaube ich. Ja, einfach eine Hose, die recht feinen Stoff hat
und sehr locker fällt und halt unten sehr breit an den Beinen ist. Nur leider gefällt die mir halt überhaupt nicht, weil die Naht am Schritt irgendwie viel zu weit hinten ist und damit Kimmeltoe und so echt betont wird. Und das finde ich irgendwie nicht so schön. Der Bauch war mir auch so ein bisschen zu eng, weil es halt eine One-Size ist. Und ja, egal was man für Unterwäsche drunter zieht, man sieht alles. Es ist komplett durchsichtig und ja, sehr schade, aber vielleicht kriege ich irgendwo anders so eine Hose her, aber die geht leider zurück. Dann kommen wir zur zweiten Bestellung. Bei mir ist meine Lieblingshose, eine kurze Hose, kaputt gegangen und deswegen war ich dann voll im Rappel und musste mir unbedingt ganz, ganz viele neue kurze Hosen bestellen. Und da habe ich auch ein paar schöne gefunden. Allerdings fange ich hier gleich wieder mit einem Produkt an, was ich zurückschicken werde. Und zwar ist es diese Lederhose aus Kunstleder mit Gürtel. Eigentlich sah die total geil aus auf dem Foto. Und so sieht sie eigentlich auch fast aus, wenn man sie in echt anzieht. Aber man merkt halt schon, also einmal stinkt diese Hose unglaublich schlimm. Und auf dem Bild sieht sie irgendwie stabiler aus, aber in echt ist der Stoff so unglaublich dünn. Ich habe Angst, wenn ich da so ein bisschen dran ziehe, dass ich direkt den Stoff zerreiße. Und es sitzt irgendwie auch unangenehm, deswegen werde ich diese Hose auf jeden Fall auch zurückschicken. Dann habe ich hier eine kurze Culotte-Hose mit einem Stoffband als Gürtel und die feiere ich tatsächlich total. Also die mag ich richtig, richtig gerne. Die sitzt auch total angenehm. Ja, das Einzige, was irgendwie blöd ist, dass für das... Also an den Seiten sind quasi so Laschen, wo man das Band durchmachen kann, aber hinten am Rücken ist keine. Und deswegen, wenn ich mir die Hose irgendwie hochziehen will oder so, da rutscht das Band halt immer über die Hose drüber, weil es halt hinten durch keine Schlaufe durchgeht. Das ist der einzige Marker an der Hose, aber ansonsten finde ich die eigentlich echt cool. Dann habe ich mir diese Hose geholt, die gibt mir auch wieder so ein bisschen orientalische Vibes und die finde ich auch echt cool. Die passt mir leider noch nicht so ganz, die ist mir noch ein bisschen zu eng. Aber die ist auf jeden Fall auch elastisch und sobald ich noch ein paar Kilos runter habe, würden die auf jeden Fall passen. Und ja, die ist auch wirklich mega angenehm zu tragen. Dann habe ich mir noch diese kurze Hose hier bestellt. Die ist aus etwas festerem Stoff, auch wieder mit so einem Band. Die hat auch hinten so eine Schlaufe, wo das Band durch kann, deswegen sitzt sie richtig, richtig gut. Und die hat an der Seite auch einen Reißverschluss. Und ja, ich finde, die macht einfach mega die schöne Figur. Und die gefällt mir richtig, richtig gut, weil die sich ja auch qualitativ echt hochwertig anfühlt. Und ja, die ist auf jeden Fall meins. Dann diese Leo-Hose. Die ist auch sehr, sehr elastisch. Der Stoff ist zwar etwas dünner, aber auf jeden Fall fest. Und die lässt sich auch mega angenehm tragen. Die habe ich jetzt auch schon seit Tagen an. Ja, auf jeden Fall sehr gut für die Freizeit, für die Arbeit. Ja, weil sie halt wirklich sehr angenehm zu tragen ist. Und ja, mag ich. Dann wollte ich ja auch ein paar mehr Sommerkleider, weil ich habe recht viele Kleider, aber das sind irgendwie alles für festliche Anlässe. Und dann habe ich mir halt auf jeden Fall noch dieses Kleid geholt. Und oh mein Gott, es ist wunderschön. Wenn ich meine Haare offen trage und so ein bisschen lockig, fühle ich mich ein bisschen wie Marilyn Monroe. Und es sieht einfach aus wie ein Hochzeitskleid, wie ein Märchenprinzessinnenkleid. Und ich fühle mich einfach so wunderschön, wenn ich damit unterwegs bin. Es ist wirklich richtig luftig, ein richtiges Sommerkleid. Und es gibt mir so richtige Strand-Vibes und es ist so... wunderschön, wirklich. Und auch von der Qualität her, ich liebe es auf jeden Fall total. Und durch die Riffelung am Dekolleté braucht man nicht mal ein BH drunter ziehen, weil halt wirklich auch alles fest drin sitzt und es ist wirklich echt schön. Dann habe ich mir noch dieses Sommerkleid bestellt und holy shit, ist das cool. Ja, eigentlich dürfte man darunter auch kein BH anziehen. So wie man es vorne schnürt, sieht man halt eigentlich jeden BH. Also egal welchen man drunter zieht, man sieht jeden BH. Deswegen würde ich eher empfehlen, da kein BH drunter zu ziehen. Ja, und es ist auch mega bequem und ich liebe das Muster. Sieht so süß und so romantisch aus. Und man kann es sowohl vorne binden als auch hinten. Und ja, das Kleid gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und als letztes diese Hose hier. Die ist genauso wie die Leo-Hose auch sehr elastisch und wirklich richtig angenehm zu tragen. Und die mag ich auch mega. Und ja, dann bin ich eigentlich auch schon durch. Das waren alle Sachen, die ich mir jetzt bei Shein bestellt habe neu. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was euer Favorite war, was ihr euch auch bestellen würdet. Ich versuche euch auf jeden Fall alle Links in die Beschreibung zu packen, falls ihr irgendwas nachshoppen wollt. Und genau, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Daumen da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, folgt mir gerne auf Instagram und auf TikTok. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Dann gibt es endlich mal wieder einen Vlog. Genau, bis dahin, bye.